Hallo und herzlich willkommen bei Android TV. Wieder mal ist eine Woche um. In dieser ist leider nicht ganz so viel passiert. Trotz alledem wollen wir euch unter anderem folgende Themen präsentieren. Ice Cream Sandwich für alle möglich. Apple erhält das Patent für die Slide-to-Unlock-Funktion. Und kann man Shadowgun auch auf dem Galaxy S2 spielen? Wir zeigen euch, wie es geht. Ich bin Matt Jackson und ihr seht Android Weekly Folge Nummer 43. Android Weekly wird gesponsert von iPhone. Denn wenn es kein iPhone ist, dann ist es ein iPhone. Hat das Galaxy Nexus Gorilla Glass? Da sich hartnäckig das Gerücht hält, dass das neue Google Smartphone, das Samsung Galaxy Nexus, mit einem Gorilla Glas ausgestattet sein soll, dementiert nun der Hersteller offiziell diese Falschmeldung. Wie bereits schon das Vorgängermodell, der Nexus S, hat auch das Galaxy Nexus ein leicht konkaves Display, was die Fertigung eines Gorilla Glass zum heutigen Stand der Entwicklung unmöglich macht. HTC lädt erneut in New York zu einem Event ein. Erst vor wenigen Wochen stellte HTC gemeinsam mit dem Kooperationspartner Beats Audio in London das HTC Sensation XL vor, da es bereits für Mittwoch, den 3. November, unter dem Motto "To Experience Our Latest Innovation" ein weiterer Event geplant, der aller Wahrscheinlichkeit nach das HTC Resound bzw. besser bekannt unter dem Codenamen HTC Vigor präsentieren wird. Gerüchten zufolge soll dieses mit einem Special Edition Lady Gaga Beats Kopfhörer ausgeliefert werden. Ob auch diesmal Dr. Dre persönlich zum Presseevent erscheinen wird, ist noch fraglich. Wahrscheinlicher ist da eher der Besuch der Pop-Diva, da diese auch in New York geboren ist. Ist Ice Cream Sandwich für alle Android-Geräte möglich? Nachdem bekannt wurde, dass Androids neuestes Betriebssystem Ice Cream Sandwich auch auf Geräten funktioniert, die mit Hardware-Buttons ausgestattet sind, ist die Hoffnung vieler groß, dass auch auf ihrem Gerät das begehrte OS laufen könnte. Fest steht bis dato, dass laut Auskunft von Hugo Berra, seines Zeichens Director of Android Product Management, das Google Nexus One aufgrund der veralterten Hardware auf keinen Fall mit Android 4.0 versehen wird. Auch das LG Optimus Beat wird laut LG nicht in den Genuss kommen. Apple erhält das Patent für die Slide-to-Unlock-Funktion. Amerika macht es möglich, dass Apple die bereits im Jahr 2005 beantragten Patentrechte auf die Slide-to-Unlock-Gestenfunktion erhält. Genauer gesagt hat vor kurzem das United States Patent and Trademark Office dieses Patent der Firma aus Kalifornien zugesprochen. Da Android nun standardmäßig diese Funktion in seiner Bildschirmentsperrfunktion nutzt, heißt dieses wohl für alle Hersteller von Android-Geräten bei Apples bekannter Klagelust, sich auf eine einstweilige Verfügung vorzubereiten oder Lizenzgebühren für jedes verkaufte Android-Gerät an Apple abzuführen. Phonic erneut mit Huawei-Angebot. Der Provider Phonic kristallisiert sich mehr und mehr zum Huawei-Vertrieb. Gibt es nach wie vor aktuell das Huawei IDEOS X3 zu einem gnadenlos günstigen Preis von 99,95 €, so hat man bereits für den 2. November das Huawei Vision zum Preis von 299,95 € angekündigt. Dieses überzeugt nicht nur durch seine drei Trendfarben auf Aluminium, Unibody und dem Android 2.3 Gingerbread, sondern auch durch sein 3D-User-Interface, das in gewisser Weise stark an das im Market erhältliche SPB Shell 3D erinnert. Sony trennt sich nun offiziell von Ericsson. Das 2001 gegründete Unternehmen Sony Ericsson Mobile Communications gab am Freitag bekannt, dass Sony die 50% Marktanteile von dem finnischen Tochterunternehmen Ericsson für 1,05 Milliarden Euro aufkaufen will. Der verhältnismäßig niedrige Kaufpreis für Sony kommt aufgrund der konstanten Verluste innerhalb der letzten drei Quartale in dem Smartphone- und Tablet-Segment zustande. Sony plant für die Zukunft eine engere Zusammenführung der einzelnen Produktsegmente durch Vernetzung aller im Haushalt befindlichen Mediengeräte.
Kann man Shadowgun noch auf dem Galaxy S2 spielen? Das Warten hat ein Ende. Die grafische Delikatesse, was im Moment auf einem Android-Tablet und Smartphone möglich ist, kann seit Donnerstag für 3,99 € käuflich im Android-Market erworben werden. Die Rede ist von Shadowgun aus dem Hause Madfinger Games, das Maß aller Dinge, was Ego-Shooter momentan bieten. Leider gibt es einen Nachteil. Das Game funktioniert nur auf Geräten mit einem Nvidia Tegra 2 Dual-Core-Prozessor, die leider nicht auf so vielen Android-Geräten verbaut sind. Stefan von Android TV zeigt euch nun, wie man mithilfe des Chainfire 3D-Treibers und Root-Rechten auf dem Samsung Galaxy S2 das Spiel Shadowgun zum Laufen bekommt. Hi, heute zeige ich euch einmal, wie ihr den neuen Action-Kracher Shadowgun auf dem Galaxy S2 installieren könnt, obwohl Shadowgun eigentlich Tegra 2 only ist. Als erstes brauchen wir dafür ein geroutetes ROM. In meinem Fall habe ich einfach über die Stock-ROM Chainfires Root-Kernel drüber gezogen. Als nächstes brauchen wir aus dem Market das Programm Chainfire 3D. Die Grundversion ist kostenlos, die alles bietet, was wir brauchen. Das Besondere an diesem Programm ist, dass es sich zwischen Betriebssystem und Grafiktreiber als Interpreter zwischen installiert. Ja, Root erlauben. Als erstes müssen wir den Treiber natürlich installieren. Jawohl. Nach der Installation startet sich das Gerät automatisch neu. Und dann werden wir alles weitere einstellen. Ja, machen wir schnell noch WLAN an. So, nachdem das Programm installiert wurde, haben wir hier das neue Icon, Chainfire 3D. Hier müssen wir erst noch das Plugin installieren. In unserem Fall das Nvidia Plugin. So, in Ordnung. Dann gehen wir auf das Menüpunkt Default OpenGL Settings, scrollen bis ganz nach unten, wählen bei Use Plugin Nvidia aus und das war's auch schon. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt installieren wir noch schnell Shadowgun. Shadowgun stellt ja momentan die neue Grafikreferenz dar in Sachen Grafikpracht und auch Spielspaß. Wer Gears of War kennt oder beziehungsweise Gears of War Fan ist, der wird sehr großen Gefallen daran finden. Wie bei jedem üblichen grafiklastigen Spiel heutzutage werden jetzt noch zusätzliche SD-Daten heruntergeladen. Das war 350 MB. Sagt das Programm. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. So, fertig. Ja, und da sind wir auch schon im Hauptmenü. Starten wir auch also schon mal das erste Level. Vorgeschichte interessiert uns ja nicht wirklich, deswegen springen wir auch gleich in das Spiel hinein. Und da sind wir auch schon. Da sind wir komisch irgendwo. Ja. Wie man sieht, es funktioniert hervorragend. Und ich muss sagen, für ein Spiel ist das wirklich hervorragend, die Grafik. Also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, sowas spielen zu können. Chainfire 3D kann übrigens mit jedem halbwegs modernen Smartphone benutzt werden, das auf Android basiert.
Also es ist nicht unbedingt Galaxy S2 spezifisch bezogen. Es gibt Plugins sowohl neben dem Nvidia Tegra 2 auch für Qualcomms Adreno GPU. Qualcomm wird ja vorzugsweise bei HTC und Sony Ericsson verwendet. Und es gibt auch ein Plugin für das ältere Modell, für das Samsung Galaxy S. Denn das hat ja einen PowerVR Grafikchip benutzt. In der Pro-Version von Jadefire 3D hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, die OpenGL-Einstellungen abspezifisch zu setzen. Denn in der Grundversion wird die Einstellung systemweit vorgenommen. Außerdem kann man noch verschiedene grafikoptimierenden Einstellungen in der Pro-Version vornehmen. Ja, das ist das Neue bei Shootern für Android. Man kann sich mittlerweile auch sogar hinter solchen Mauern verstecken. Das ist natürlich viele praktische Möglichkeiten bietet. Tja, und das war's auch schon. Ich bin Stefan, ihr schaut Android TV und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Wie immer war die Sendezeit für die Menge an Themen viel zu kurz. Doch habt ihr die Möglichkeit, alle Infos unter http://and-droid-tv.de nachzulesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ich bin Matt Jackson und das war Android Weekly.